Liebe Geschwister, die ganze Welt, jeder Mensch ist auf der Suche nach Herzensruhe. Und wie ein Philosoph sagte, der Mensch erlebt sein Leben nicht nur, es ist ihm als Aufgabe gestellt. Der Mensch lebt sein Leben nicht nur, es ist ihm als Aufgabe gestellt. Und wir suchen nach dieser inneren Zufriedenheit, nach dem Seelenfrieden, nach der Herzensruhe, nach der Glückseligkeit. Viele Worte für ein teilweise unbeschreibliches Gefühl. Worte, die um dieses Gefühl, um diesen inneren Wunsch herum kreisen. Und heute wollen wir uns diesem Thema widmen. Zunächst einmal, liebe Geschwister, eines der Worte, die ich in diesem Zusammenhang thematisieren möchte, ist ein koranisches Wort. Es kommt genau 6 Mal im Koran vor. Innerhalb von 4 Ereignissen wird dieses Wort, wie gesagt, 6 Mal verwendet. 4 Ereignisse, die allesamt mit Prüfung und Auseinandersetzung zu tun haben. Allesamt mit Prüfung und Auseinandersetzung. Vorab also, die Seelenruhe, liebe Geschwister, sie wird uns nicht erreichen, ohne dass wir geprüft werden. Der innere Frieden, liebe Geschwister, er wird nur dann erlangt durch eine äußere Prüfung. Allah Ta'ala erwähnt der Reihenfolge des Korans nach, so wie wir ihn jetzt lesen im Mushaf, As-Sakina als eine Gabe von ihm. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, die Korangelehrten sagen, dass es hier um den Propheten Samuel geht, ja? Shem'ul. Und manche Gelehrte beziehen dies auch auf die biblische Gestalt des Simon, ja? Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, hier geht es um Talut, der von Allah Ta'ala eingesetzte König über die Kinder Israels, der sie herausführen möge aus ihrer schwachen Lage. Und der Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, der Herrschaft Taluts, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn. Innere Ruhe von eurem Herrn. Die innere Ruhe, liebe Geschwister, sie gibt es nur bei Allah Ta'ala. Und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, der Friede sei auf beiden, getragen von Engeln, darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid, wenn ihr Mu'minin seid. Das heißt, abgeleitet aus diesem Ereignis, liebe Geschwister, der innere Friede, er kommt von Allah Ta'ala, als Geschenk von ihm. Und der innere Friede, er kommt in einer Situation, wo es um Auseinandersetzung geht, wo es um Herausforderungen geht, wo es um Prüfungen geht, liebe Geschwister. Und der innere Friede ist ein Zeichen von Allah Ta'ala, als Zeichen von Allah Ta'ala. Wie oft haben wir uns gut gefühlt und haben gesagt, ja, Alhamdulillah, ich ernähre mich jetzt besser. Oder ja, Alhamdulillah, ich habe jetzt Zeitmanagement. Ja? Und vielleicht ohne dieses Alhamdulillah gesagt, wir beziehen das auf weltliche Dinge. Ja, ich habe jetzt meinen Stundenplan geregelt, ja, ich habe jetzt die Steuererklärung gemacht, ja, ich habe jetzt dies und jenes, ja. Und wir beziehen unsere innere Ruhe auf Dinge aus der Welt oder von dieser Welt. Aber die innere Ruhe, liebe Geschwister, sie kommt von Allah Ta'ala als Geschenk. Und sie ist ein Zeichen. Ein Zeichen, wofür wir auch dankbar zu sein haben. Und gemäß dem, was Allah Ta'ala in der 14. Sure am Anfang verkündete, La in shakartum la azidannakum. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch mehr geben. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch mehr geben. Und die erste Regel in einer Stresssituation ist immer, keine Panik. Ja?
Die erste Regel in einer Stresssituation ist immer, keine Panik. Wir brauchen also die Herzensruhe, liebe Geschwister, damit wir besonnen handeln können. Damit wir nicht durch unser Handeln noch die Situation schlimmer machen. Weshalb die Herzensruhe, liebe Geschwister, ein wichtiges Thema ist. Weiter sagt Allah Ta'ala im Koran, als zweite Situation, er thematisiert die Flucht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr und als sie sich in diese Höhle zurückgezogen hatten und die Verfolger der Quraysh ihnen wortwörtlich auf den Fersen gewesen sind. Und Abu Bakr, er flüsterte zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie uns jetzt, ja, wenn sie so und so schauen, dann werden sie uns sehen. Ja, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte Worte, die hier verewigt wurden im 40. Vers der 9. Sure At-Tauba. إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Als sie beide in der Höhle waren, und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss, Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Heerscharen, die ihr nicht saht. Es ist auch eine weitere Ehre, liebe Geschwister, dass As-Sakina im Koran als mit Allah Ta'ala verbunden wurde. Sakina Tahu. Das heißt, Allah sagt, das ist meine Seelenruhe für euch. Also nicht, dass Allah, das ist nicht in Bezug auf Allah Ta'ala gemeint, sondern wie Baytullah, das Haus Allahs. Dass das Haus Allahs, also dass das Haus in Mekka mit Allah Ta'ala verbunden wurde, ist eine Ehrung. Und so ist auch die innere Ruhe, liebe Geschwister, wenn mit Allah Ta'ala verbunden, auch eine Ehrung, eine Erhöhung dieser Angelegenheit. Und wie bekommen wir sie, liebe Geschwister? Indem wir, wie wir aus dieser Situation gelernt haben, auf Allah Ta'ala vertrauen. Man ist in einer Höhle. Eine Höhle hat einen Ausgang und der ist der Eingang. Ja? Wenn also die Menschen sie gesehen hätten, die Verfolger, sie waren in der Überzahl und sie waren natürlich auch bewaffnet etc., ja? Dann materiell gesehen wäre es das Ende der Geschichte gewesen. Aber wir sehen nicht materiell, liebe Geschwister, wir sehen mit unserem Herzen. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hab keine Sorgen, sei nicht traurig, denn Allah Ta'ala ist mit uns. Und als er diese Worte gesprochen hat und diese Worte in Abu Bakr auch wirkten, denn er ist derjenige, der hier mit Sahib gemeint ist, wie wir das aus der authentischen Sira auch wissen, dann sandte Allah Ta'ala die Herzensruhe herab. Das heißt, wenn wir uns eingeengt fühlen, wenn wir uns bedrängt fühlen, wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen, wenn wir wortwörtlich keinen Ausweg sehen, weil der Ausgang, er war, ja, gerade dort, wo man nicht hingehen konnte. Man konnte sich nicht bewegen und man konnte erst recht nicht rausgehen. Wenn man wortwörtlich keinen Ausgang sieht, keinen Ausweg sieht, aber dann auf Allah Ta'ala vertraut, dann bekommt man die Herzensruhe von ihm, dem Erhabenen. Und das ist eine wichtige Lektion, liebe Geschwister. Eine wichtige Lektion, dass wir wissen, Allah Ta'ala, er begleitet uns durch all unsere Prüfungen. Und diese Prüfungen, sie kommen sowieso von ihm. Und er wird uns beistehen. Und diese Situation, liebe Geschwister, dieses Gefühl ist wichtig, dass man es früh, dass man sich früh dessen bewusst ist. Weil gerade auf uns Jüngeren wartet noch einiges, liebe Geschwister. Wir nehmen gerade die Staffel von der älteren Generation. Wir sehen das deutschlandweit. Ja, in 2500 Moscheen werden die Vorstände und Verantwortungsträger und Imame immer jünger. Unsere Generation quasi, die hier versammelt ist. Und wichtig zu wissen, Allah Ta'ala wird uns begleiten bei all dem, was uns erwartet. Ja, die Wissenschaftler sagen, der Rechtsextremismus, die Rechtsradikalen sind in Deutschland stärker geworden. Und weltpolitisch sieht es auch nicht besser aus. Aber subhanallah, es ist besser, die Situation ist besser, weil Allah Ta'ala uns jetzt Prüfungen gibt, die er uns vor 20 Jahren nicht gegeben hätte und nicht gegeben hat. Warum? Weil wir auch jetzt auf einem anderen Level sind.
Und in Zukunft, liebe Geschwister, werden auch einige noch schwerere Situationen auf uns warten. Und da sollen wir jetzt bereits wissen, Allah Ta'ala ist mit uns. Er gibt uns diese Prüfung gemäß dem, was wir auch tragen können, was wir auch bewältigen können. Und es wird uns nicht überfordern. Aber wir brauchen Vertrauen auf ihn. Wir brauchen Vertrauen auf ihn. Und umgekehrt, liebe Geschwister, manchmal denken wir, wir wären vorbereitet. Manchmal sagen wir, ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und schau, hier meine Zahlen, hier meine Referenzen. Und dann vertrauen wir nicht auf Allah Ta'ala. Und wisst ihr, was dann kommt? Dann erschüttert Allah Ta'ala unser falsches Vertrauen in die Welt, in das Materielle, auf das wir wieder zu ihm zurückkehren mögen. Und das passierte, liebe Geschwister, in einer Schlacht. Die Muslime waren noch nie so gut ausgerüstet. Noch nie. Und sie hatten noch nie so viele kämpfende Männer gehabt. Über 12.000. Die Schlacht von Hunain, nachdem man siegreich in Mekka eingezogen ist. Ja, das waren dann Zeiten gewesen. Man ist siegreich nach Mekka zurückgekehrt, nachdem man vertrieben wurde aus Mekka. Und viele Menschen und einflussreiche Menschen haben den Islam angenommen. Subhanallah. Und man war mit 12.000 Menschen unterwegs. Und man war beeindruckt von dieser Zahl, 12.000 Menschen. Und dann hat Allah Ta'ala, wie wir jetzt gleich vernehmen werden, den Muslimen einen kleinen Schüttler verpasst, ja? Weil sie auf diese Zahl vertrauten. Allah Ta'ala sagt in der 9. Sure, At-Tauba, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Und Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen. Und das ist eine Rückblende zu den Situationen, wo die Muslime immer in der Unterzahl waren und immer schlecht ausgerüstet gewesen sind. Dort hat Allah Ta'ala euch doch bereits auch schon geholfen. Und auch am Tage von Hunain, ja, das war der, wie gesagt, der einzige Tag, wo die Muslime praktisch prachtvoll, materiell dagestanden hatten. Als euch eure große Zahl gefiel, die Menschen waren erstaunt gewesen. Oh, ja, wir sind auf einmal so viele und wir sind gut ausgerüstet und, was wir alle schon gelernt haben. Aber das Vertrauen lag nicht zu 100% bei einigen der Muslime bei Allah Ta'ala. Und das ist wichtig, liebe Geschwister, auf Allah Ta'ala vertrauen. Umar hat die Nummer 1 der Geschichte, Khalid ibn Walid, der nie eine Schlacht verloren hat, weder als Nicht-Muslim noch als Muslim. Könnt ihr euch solch einen Menschen vorstellen? Als er gestorben ist und als er begraben wurde und als er gewaschen wurde, die Sahabis, sie mussten weinen, weil sie haben an keinem Flecken seines Körpers nicht eine Narbe gefunden. Und diese Person, die nie eine einzige Schlacht verloren hat, die nie eine Auseinandersetzung verloren hat, das gibt es in der Geschichte, glaube ich, weder im Sport, noch im Krieg, noch in der Wirtschaft. Ja? Alle haben ihre Niederlagen. Subhanallah. Aber diese Person, niederlagenlos. Subhanallah. Und wisst ihr, was Omar gemacht hat als Khalif? Ihn hat es gestört, dass die Menschen gesagt haben, mit uns ist Saifullah. Mit uns ist Khalid ibn Walid. Was soll schon passieren? Ja? Und er wollte vorbeugend, dass einige Menschen minimal die falsche Einstellung hatten, hat er gesagt, Khalid ibn Walid, du bist kein General mehr. Du bist jetzt ein einfacher Soldat. Ganz einfacher Soldat. Subhanallah. Warum? Weil es wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir unser Vertrauen auf Allah Ta'ala setzen. Und Omar hat natürlich Recht behalten, wie so oft. Nicht immer, aber wie so oft. Es war der richtige Schritt. Und Allah Ta'ala hat bei dieser Schlacht von Hunain den Muslimen eine schwierige Situation gegeben. Auf einmal waren sie eingekesselt. Ja? Und viele haben dann erstmal den Rückzug angetreten. Ja? Allah hat euch doch an vielen Orten zum Sieg verholfen und auch am Tage von Hunain, als euch eure große Zahl gefiel, euch aber nichts nutzte.
Die Schlacht war dabei, gerade verloren zu werden. Und die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Die Erde wurde euch eng bei all ihrer Weite. Sie wussten nicht, wohin. Ja, obwohl die Erde so weit ist. Eng. Und was dann passiert ist, subhanallah, hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Einige haben sich zurückgezogen. Und daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab. Eine Gruppe von Gläubigen ist dabei geblieben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht auf einem Kamel, nicht auf einem Pferd, auf einem Esel geritten, ging er immer noch in Richtung der Feinde und sagte, ich bin der Gesandte Allahs. Kommt herbei, o Muslime, kommt herbei, o Leute, die Al-Baqarah auswendig gelernt haben. Kommt herbei, Prophetengefährten. Ja, und subhanallah, diese Tat hat den Muslimen auch wieder nochmal die Rückversicherung gegeben. Ah, subhanallah. Ja? Vorher haben wir gedacht, wir wären stark durch unsere Anzahl und durch unsere Ausrüstung. Dann hat Allah Ta'ala uns in die Enge getrieben, damit wir wieder Bittgebete machen. Dann haben wir den Propheten gesehen, wie er mit einem Esel Richtung Feinde reitet und selbstbewusst sagt, ich bin der Gesandte Allahs, kommt herbei, o Muslime. Und dann wieder, ah, subhanallah. Hier geht es darum, auf Allah Ta'ala zu vertrauen. Das heißt, auch wenn jetzt die Situation schlecht aussieht, wir vertrauen auf Allah Ta'ala und stehen seinem Gesandten bei. Und dann war das natürlich auch ein Sieg in Hunayn, alhamdulillah. Ja? Und was ist dann passiert, als dann die Muslime, ja, dieses Licht sahen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. Daraufhin sandte Allah seine Ruhe herab auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf die Mu'minin. Alhamdulillah, in dieser Situation gab es wieder Seelenruhe. Und er sandte Heerscharen, die ihr nicht sehen konntet. Auf Allah Ta'ala vertrauen, liebe Geschwister. In einer Situation, ja, die uns prüft, dann bekommen wir Seelenruhe, liebe Geschwister. Die Seelenruhe, die bekommen wir nicht beim Meditieren, ja, die bekommen wir nicht, wenn wir unser Zeitmanagement verbessern. All das sind natürlich weltliche Angelegenheiten und sind auch Voraussetzungen. Und Allah Ta'ala befiehlt uns an, dass wir unsere Hausaufgaben machen, ja. Gemäß dem, was der Prophet auch sagte, sallallahu alaihi wasallam, und von vielen Gelehrten auch als eine Hassan-Begebenheit eingeschuft wird, im Sinne von, ja, das ist passiert, ja, als der Prophet einem Prophetengefährten sagte, der fragte, soll ich mein Kamel anbinden oder auf Allah Ta'ala vertrauen? Er sagte, binde es an und dann vertraue auf Allah Ta'ala. Binde es an und dann vertraue auf Allah Ta'ala. Aber nicht, dass du es anbindest und sagst, ich habe es angebunden, es kann nicht mehr entfliehen. Und nicht, dass du einfach das Kamel stehen lässt und sagst, ja, ich vertraue auf Allah. Sondern tue beides. Die dritte Situation, liebe Geschwister, innerhalb derer das Wort As-Sakina, was wie gesagt 6-mal im Koran erwähnt wird, zu 4 verschiedenen Situationen. Wir haben gerade eine Situation durchgemacht in Bezug auf Talut, ja? Das war in der Surat Al-Baqarah, der 248. Vers. Wir haben die Situation durchgenommen, dass der Prophet in der Höhle gewesen ist. Das ist in Surat At-Tauba ab dem 40. Vers. Wir haben gerade eben die Schlacht von Hunayn gehabt. Ja, und in all diesen drei, zu all diesen drei Begebenheiten wurde die innere Ruhe thematisiert, ja, die dann kommt, wenn man, wie gesagt, geprüft ist und wenn man auf Allah Ta'ala vertraut. Nun zum 4. Ereignis, liebe Geschwister. Dieses 4. Ereignis, 3-mal kommt in dieser einen Sure, eine relativ kurze Sure. Wir sagen keine kleine Sure, so hat uns der Prophet Muhammad erzogen, weil klein hat negative Assoziationen. Wir sagen kurz, ja, weil jede Sure ist gewaltig, jede Sure ist groß, auch wenn sie kurz ist. Und in Surat Al-Fath, subhanallah, in dieser kurzen Sure kommt 3-mal vor, dass Allah Ta'ala Seelenruhe herabsendet. Die Surat Al-Fath, liebe Geschwister, ist offenbart worden nach großen Ereignissen. Nachdem der Prophet Muhammad sallam gesagt hat, wir gehen, ja, mit 1400 Menschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt nach Mekka und wir machen Umrah. In den Monaten, wo es gemäß den Arabern verboten war, also im Monat, wo es auch verboten war, Krieg zu führen. Es gab 4 Monate, in denen es verboten war, bei den Arabern Krieg zu führen.
Und das heißt, man geht ohne Waffen raus zu einem Volk, was einen anfeindet, kriegerisch auch angefeindet hat. Nicht nur verbal oder ideologisch. Das ist Mut, liebe Geschwister. Das ist Mut. Und dann gab es Verhandlungen, weil die Mekkaner haben gesagt, nein, ihr macht keine Umra. Und das war das Allerschlimmste, was man machen konnte in Mekka. Sie waren in ganz Arabien, sie waren die Gastgeber der heiligen Städte. Und keinem einzigen wurde verboten, jemals in der Geschichte die Pilgerfahrt zu machen. Keinem einzigen der Anhänger von über 360 verschiedenen Gottheiten. Falsche Gottheiten. Subhanallah. Praktisch das erste Mal in der Geschichte der Araber wurde jemandem die Pilgerfahrt verwehrt. Sie wurden gestoppt außerhalb des heiligen Bezirkes. Das riecht nach Krieg. Und sie sind wenig. Und sie sind nicht ausgerüstet. Subhanallah. Und in dieser Sure, die diese Ereignisse, die diese Situation thematisierte, liebe Geschwister, kommt dreimal As-Sakina vor. Zum einen in der Einleitung. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Er ist es, der die innere Ruhe, die Herzenszufriedenheit auf die Herzen der Gläubigen herabgesandt hat, damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen. Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde, und Allah ist allwissend und allweise. Und bevor es zu einem Friedensvertrag kam, liebe Geschwister, bevor es zu einem Friedensvertrag gekommen ist, haben die Muslime gedacht, Uthman, der gerade dabei war zu verhandeln, dass sie noch Mekka betreten könnten, und er wurde vermisst. Man hat sich gefragt, warum ist er noch nicht zurück? Ja, und Horrorvorstellungen sind natürlich durch die Herzen gegeistert. Ja, ist er getötet worden? Ist er entführt worden? Ist er als Geisel genommen worden? Ja, alle möglichen Ängste wurden da auch durchstanden. Und da gab es dann einen Eid, der abgelegt wurde. Ja, einen Eid, bei dem die Gläubigen zusammengekommen sind und gesagt haben, wir werden die Allerersten sein in der ersten Reihe der Front. Und wir werden bis zum Tod, bis zu unserem eigenen Tod, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützen. Bis zu unserem Tod. Da wurde ein Eid abgegeben in dieser Situation. Und das wurde von Allah Ta'ala auch im Koran in dieser Surat Al-Fath, die 48. nach der Reihenfolge, thematisiert. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah hatte ja wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueeid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war, und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Subhanallah. Man war praktisch vertragslosen Menschen ausgeliefert. Und man sagte, o Gesandter Allahs, wir werden Verantwortung tragen. Wir werden mit unserem Blut dich schützen. Und man gab ihm diesen Treueeid. Und dann hat Allah Ta'ala ihnen in dieser Situation Herzensruhe geschenkt. Ich verstehe darunter in dem Moment als allgemeine Lektion, wo man sich für eine Aufgabe verantwortlich erklärt. Man kann sie leisten, man ist nicht damit überfordert. Man sagt, ich werde jetzt was übernehmen. Ist vielleicht nicht einfach, kostet Zeit, kostet Geld, kostet Nerven. Ja? Aber ich sage zu, ich bin dabei. In dem Moment, liebe Geschwister, belohnt einen Allah Ta'ala mit Herzensruhe, mit innerer Glückseligkeit, mit Frieden, mit innerem Frieden. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, ist ein wichtiges Wort. Inna khayral amali adwamu wa inqal. Die besten
oder das Beste einer Tat oder die besten Taten sind diejenigen, die regelmäßig sind, auch wenn sie wenige sind. Liebe Geschwister, die muslimischen Gemeinden, ja, 2500 Moscheegemeinden und andere auch zivile Organisationen, muslimische Organisationen, die sich um den Umweltschutz kümmern, die sich um Fairtrade kümmern, die sich um ja, Nachhilfe und Bildung und ja, alle möglichen Angelegenheiten kümmern, ja, humanitäre Hilfe. Heute haben wir auch eine Aktion von Kindertränen e.V., einem gemeinnützigen Verein, der draußen leckeres, gesundes Essen auch dafür verkauft, dass man eines seiner Hilfsprojekte unterstützt, ja, für Geschwister in Syrien und in Burma, also zwei im Stich gelassene Länder auf dieser Erde. Wenn man also sagt, ich gebe regelmäßig von meiner Zeit, ich übernehme eine Aufgabe und sei sie klein, aber man macht es regelmäßig, man übernimmt Verantwortung. Allah Ta'ala wird einem, liebe Geschwister, Seelenruhe geben. Allah Ta'ala wird einem Seelenruhe geben. Und der Muslim, wie jemand sagte, ist niemals arbeitslos. Es gibt keine Arbeitslosen. Ja? Wir haben immer etwas zu tun, Alhamdulillah. Vielleicht sind wir manchmal nicht erwerbstätig, ja, für kurze Zeit, aber wir sind ständig am Bewerben, ja. Dann ist unsere Aufgabe, dass wir uns ständig bewerben. Aber wir haben immer Zeit und wir tragen auch Verantwortung für die Gemeinde. Ja, und wie viel kann man noch sagen, ja, zu dem, was Surat al-Fath alles thematisierte? So viel ist dort passiert, liebe Geschwister. Am Ende kam es zu einem Friedensvertrag. Aber auch dieser Friedensvertrag, er war nicht leicht. Er fing damit an, dass die Quraysh gesagt haben, wir wollen nicht, dass da Bismillahirrahmanirrahim steht. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dann diktiert das, was bei den Arabern bekannt gewesen ist, Bismik Allahumma, in deinem Namen, o Herr, ja, o Gott. Und die Sahabis sagten, nein, das werden wir nicht schreiben, wir wollen Bismillahirrahmanirrahim schreiben. Und der Prophet, er ignorierte das, er sagt, schreibt auf Bismik Allahumma. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Vertrag zwischen dem Gesandten Allahs und den Quraysh. Und die Quraysh haben gesagt, wenn wir wüssten, dass du der Gesandte Allahs wärst, oder wenn wir dies zugeben täten, dann würden wir jetzt keinen Friedensvertrag schließen, sondern wir wären deine Anhänger. Streich Gesandte Allahs und schreib Muhammad ibn Abdullah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, schreibt auf Muhammad ibn Abdullah. Und die Ali hat gesagt, nein, ja. Ich streiche nicht das, was bereits geschrieben stand, der Gesandte Allahs. Er konnte das nicht machen. Es war kein Ungehorsam, nicht, dass man das falsch versteht. Er sagte, das kann ich nicht, ich kann da nicht Gesandte Allahs streichen, geht nicht. Und hat der Prophet gesagt, zeig mir, wo es steht, weil er war des Lesens und Schreibens nicht mächtig. Auch als späterer und vor allem als späteren Beleg, auch für diejenigen, ja, die vielleicht zweifeln. Ja, Subhanallah, er war ein Alphabet gewesen. Und trotzdem hat er all dies hervorgebracht, den Koran übermittelt, als Gesandter Allahs. Ja? Dann zeigt mir, wo das steht, und dann hat er das selber ausgestrichen. Subhanallah. Und dann gab es ungerechte Vertragsbedingungen. Ja, wenn jemand von den Quraysh Muslim wird und nach Medina auswandert, muss er zurückgeschickt werden. Ja? Umgekehrt, wenn jemand von den Muslimen zu den Quraysh zurückkehren möchte, ja, und damit halt quasi die Seiten wechseln möchte, wird er nicht zurückgeschickt. Und die Muslime müssen zurückgehen, ohne Umrah zu machen. Ja, wie gesagt, was es nie gab in der Geschichte der Araber, ja, als sie die Kaaba kontrollierten, dass irgendjemandem die Pilgerfahrt zuvor verweigert wurde. Ja? Aber Alhamdulillah, warum hat der Prophet das alles gemacht? Sallallahu alaihi wasallam. Wegen der Klausel, 10 Jahre gibt es Frieden. 10 Jahre gibt es Frieden. Und man kann Bündnisse mit den Muslimen eingehen, etc., etc., etc. Ja? Für das langfristige Gute an diesem Vertrag hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam all dies mitgemacht, liebe Geschwister. Und in diesen Situationen, nicht nur eine Situation, hat Allah Ta'ala die Herzensruhe herabgesandt und im Koran, wie gesagt, dann thematisiert. Der innere Frieden, liebe Geschwister, er kommt nur durch eine Prüfung. Nur durch eine Auseinandersetzung. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, oftmals wollen wir Dinge
Und wir verstehen nicht, wodurch wir sie bekommen. Wir wollen den inneren Frieden, aber wir wollen nicht verstehen, dass das damit zusammenhängt, Herausforderungen durchlaufen zu wollen. Wir wollen Meister sein, aber wir wollen nicht üben. Aber Übung macht den Meister. Wir wollen Erleichterung, aber wir verstehen nicht, dass die Erleichterung erst durch die Erschwernis kommt, die man zu bewältigen hat. Wir wollen Segnungen von Allah Ta'ala, aber wir verstehen nicht, dass diese Segnungen damit auch einhergehen, mit einem prüfenden, testenden, teils schwer zu ertragenden Schicksal auch einhergeht. Wir wollen Lohn und Erhöhung, aber wir verstehen nicht, dass das damit zu tun hat, auch Aufgaben zu bewältigen. Wir wollen die Liebe von Allah Ta'ala. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا. Ja, die Höhe des Lohnes geht einher mit der Höhe der Anforderung, der Prüfung. Und wenn Allah jemanden liebt, hört gut zu, wenn Allah jemanden liebt, was passiert dann? إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطْ فَلَهُ السُّخْطْ. Wenn Allah jemanden liebt, was passiert dann? Dann prüft er ihn. Wir müssen unsere Prüfungen annehmen, weil sie letztendlich ein Beleg dafür sind, dass Allah Ta'ala uns liebt. Weil er würde uns nicht prüfen, wenn er uns nicht lieben täte. Aber wie so oft, manchmal, wir weisen diese Prüfung von uns zurück. Dabei sollten wir sie annehmen. Denn der Prophet sagte weiter, sallallahu alaihi wasallam, wer damit zufrieden ist, wie Allah Ta'ala ihn prüft, für ihn ist Zufriedenheit. Ja, und hier kann die Zufriedenheit Allahs gemeint sein, aber auch die Zufriedenheit, die innere Zufriedenheit der Person. Und wahrscheinlich ist beides damit gemeint. Und wer unzufrieden ist mit dieser Prüfung, für ihn ist die Unzufriedenheit. Der wird, ja, Unzufriedenheit von Allah Ta'ala auf sich haben, aber auch selbst ein unzufriedenes Leben leben. Ich hatte mal mit einem Kollegen, ja, kollegiale Beratung gehabt und ich habe gesagt, weißt du, was mir am meisten wehtut? Ja, vielleicht sogar als einziges. Diese inneren Kämpfe unter uns Muslimen. Ja? Und der Bruder sagte mir, Bruder, das ist Schicksal von Allah und umso schneller du das begreifst, umso zufriedener wirst du. Und diese Worte hat er mir vor Jahren gesagt. Ja? Und sie, alhamdulillah, sind ein Trost. Sie sind ein Pflaster, was ich mir manchmal immer wieder, ja, draufkleben muss, was mir so eine Beruhigung gibt. Und darin steckte auch diese Weisheit, liebe Geschwister, die der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sei zufrieden mit den Prüfungen, die Allah Ta'ala dir gibt. Denn sie kommen, weil Allah Ta'ala dich liebt. Und wenn du damit zufrieden bist, bist auch du zufrieden und du wirst Zufriedenheit mit dir herumtragen. Und umgekehrt? Umgekehrt. Ja? Alhamdulillah, hier ist der zweite Teil der Khutba. Ja, Alhamdulillah, wir machen heute, aber natürlich, wir kommen langsam auch zum Schluss. Allah Ta'ala sagte auch in Surat At-Tawbah, ja, die Sure, die sich Offenbarungsanlass technisch natürlich mit großen Herausforderungen in Medina beschäftigte. Allah Ta'ala sagt dort, dass wir sprechen sollen, ja, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sprich, nichts prüft uns, außer das, was Allah für uns geschrieben hat. Für uns geschrieben hat. Al-Sha'rawi, er sagte, diese Aya bedeutet Hoffnung für den Muslim. Warum? Dort steht, uns prüft nichts, außer das, was Allah für uns geschrieben hat. Lana, hätte dort gestanden, alayna, ja, das, was Allah Ta'ala für uns im Negativen, also uns hart auferlegt hat, gestanden hätte, dann wäre es eine andere Botschaft damit übertragen. Aber alles, was uns prüft, liebe Geschwister, ist für uns. Das sollten wir als Geschenk annehmen und damit umgehen. Und subhanallah, das können wir auf jeden Lebensbereich übertragen. Ja? Viele von unserer Generation, die hier versammelt ist, sie haben die Schwierigkeit, dass ihre Eltern eine andere Art von Eheverständnis hatten. Ja, herkommend aus ihrer jeweiligen Tradition. Und dort ist die Rolle der Eltern eine stärkere als vielleicht das, was wir uns für uns wünschen.
Und dann gibt es immer die Einmischungen von der Familie, von der Schwiegerfamilie. Und dann führt das dazu, dass sogar die Ehepartner miteinander kämpfen und streiten und sagen, ja, warum dein Vater dies und warum meine Mutter das und so weiter, ja. Hamza, geht damit um. Akzeptiert eure Eltern, akzeptiert die ältere Generation. Kommt zusammen und besprecht einige Regeln, ja, einige Einstellungen und lebt mit dieser Schwierigkeit. Lebt mit dieser Schwierigkeit. Welchen Sinn macht es, an Scheidung zu denken und dann am Ende in der nächsten Ehe genau dieselbe Situation vorzufinden? Weil die Eltern ändern sich nicht. Die Eltern bleiben immer dieselben. Ja? Und die innere Einstellung, wenn man sie nicht ändert, findet man dieselbe Prüfung in der nächsten Situation, bis man diese Prüfung bewältigt und überkommen ist und zurücklassen konnte. Allah Ta'ala lässt uns nicht weiter zum nächsten Level, liebe Geschwister, bis wir nicht im Level die Lektionen gelernt haben. Das kennen wir alle vom Computerspielen. Ja? Wir müssen erstmal am Ende ankommen und dann gibt es das nächste Level. Und wenn wir nicht alles beherrschen in diesem Level, was nötig ist, um weiterzukommen, dann gibt es kein nächstes Level. Und das fängt damit an zu sagen, Alhamdulillah, Allah prüft mich, das ist ein Zeichen, dass er mich liebt. Ja? Ich werde mich daran entwickeln und das zu akzeptieren, darin liegt meine Glückseligkeit. Und der innere Frieden wird herabkommen, wenn ich auf Allah Ta'ala vertraue. Und dann, Alhamdulillah, wird alles leicht, liebe Geschwister. Und ihr seht mich vielleicht auch ein bisschen entspannter heute als vielleicht die anderen Freitagspredigten, ja? Weil ich mich mit diesen Dingen natürlich beschäftigt habe in den letzten Tagen, subhanallah. Ja? Ich sage, Alhamdulillah, es hat mir gut getan, mich damit zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass es euch genauso gut tut, dass ihr euch damit beschäftigt. Wie gesagt, für Kindertränen e.V., das ist eine, ja, Alhamdulillah, Frankfurter Sache, hochprofessionell. Gemeinnützigkeit haben die schon seit mehreren Jahren und leisten wirklich auch Hilfe dort, wo kaum auch Hilfe geleistet wird. Und die werden inshallah Spenden für Syrien und Burma auch sammeln. Wir sammeln jetzt auch, also teilt das bisschen auf, dass ihr hier und dort ein bisschen was geben könnt. Wir werden auch jetzt für unsere Gemeinde sammeln, für die regelmäßigen Kosten. Und ich darf euch auch darauf aufmerksam machen, dass wir vom Eigentümer des Grundstückes in Bergen-Enkheim einen Rabatt bekommen werden, falls wir früher abzahlen. Ja? Und wir wissen, was wir aufgrund der vorherigen Ramadane, die wir miteinander erlebt haben und aufgrund dessen, dass wir auch Statistiken führen, dass wir, wenn das Darlehen zusammen, also wenn wir vorher abzahlen, wir brauchen eine gewisse Summe. Ja? Und diese Summe können wir spätestens übernächsten Ramadan zurückzahlen. Die Hälfte bereits in diesem Ramadan, was dann so zusammenkommt, ja, durch die Spendenbereitschaft der Muslime in diesem gesegneten Monat. Die Hälfte bereits in diesem Ramadan und die nächste Hälfte im nächsten Ramadan. Und wenn wir, wie gesagt, früher abbezahlen, liebe Geschwister, haben wir einen Rabatt, der ist es wert, dass man diese Aktion halt vorher startet. Und so oder so müssen wir das Ganze abzahlen. Also früher oder später, warum dann nicht früher, verbunden mit diesem Erlass, ja, mit diesem Rabatt. Wenn ihr also eine Summe habt, ja, ab paar tausend, dann kontaktiert bitte den Bruder Fatih oder den Bruder Samir oder den Bruder Mohammed Al-Hadrati. Wir machen das der Sunna gemäß, schriftlich, gerne auch notariell beglaubigt und vor gewichtigen Zeugen. Ja? Für diejenigen, die wie gesagt nicht spenden können oder wollen, aber ein Darlehen geben und sagen, okay, ich brauche das erst in einem halben Jahr oder in eineinhalb Jahren, bitte kommt dann auf die verantwortlichen Geschwister dann zu. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, ich schließe mit einem Vers. Ja, Allah Ta'ala sagt im Koran, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. Dieser Vers, also dieser Gedanke kam mir, ja, weil man diesen ich übersetze erstmal. Sehen Sie denn nicht, dass Sie jedes Jahr ein- oder zweimal geprüft werden? Und als Kritik formuliert, aber Sie begehen keine Reue und Sie denken nicht nach. Das heißt, oh Muslime, ihr wisst, ein- oder zweimal im Jahr gibt es so eine härtere Prüfung. Und was will Allah Ta'ala dann? Dass wir bereuen und nachdenken. Bereuen und nachdenken. Ja? Und dieser Vers, ich habe mich, als ich ihn letztens wieder rezitierte, und ihr wisst, dieses ganze Neujahr, tralala, im Sinne von, oh, aber
Ja, das hat jetzt nichts mit 2018 zu tun, ja, sondern wir haben eine andere Zeitrichtung. Ja. Spirituell gesehen haben wir, Alhamdulillah, 1439, Alhamdulillah. Ja. Aber dass wir wissen, ja, innerhalb von 355 Tagen gibt es ein, zwei härtere Prüfungen und dann wird Allah Ta'ala von uns Reue. Und ich will, dass ihr auf diese Prüfung, die euch erwartet, wie Allah Ta'ala es festgehalten hat, dass ihr sagt, Alhamdulillah, bald kommt wieder eine nächste Prüfung für mich und die bedeutet für mich Liebe von Allah Ta'ala, die bedeutet für mich Herzensruhe und die bedeutet für mich, ja, eine Übung, an der ich mich weiterentwickeln werde und am Ende ein noch reiferer, noch gestärkterer Mensch und noch besserer Muslim werde, Alhamdulillah. Wir sollen also keine Angst mehr vor unseren Prüfungen haben, weil alles, was Allah Ta'ala uns schreibt, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Nichts wird uns treffen, liebe Geschwister, prüfend, nichts wird uns prüfen, außer das, was Allah Ta'ala für uns geschrieben hat. Da können wir doch Alhamdulillah sagen, oder? Und diese Ängste abschütteln. Ja, diese Sorgen und Ängste, was wird aus der Zukunft, was wird aus der Zukunft? Alhamdulillah, Allah wird dich erhöhen. Allah wird dir seine Liebe geben. Allah wird dir Herzensruhe von ihm herabkommen lassen, in dein Herz, inmitten von schwierigen Situationen. Und diese schwierigen Situationen werden überwunden werden und Alhamdulillah, dann wird das Leben ein besseres sein, als es vorher gewesen ist. So einfach ist es doch, oder? Vielleicht spreche ich euch an und ihr habt es gar nicht nötig. Vielleicht sind diese Worte komplett an mich gerichtet. Falls dem so sein sollte, liebe Geschwister, dann möge dies nur für euch eine Erinnerung gewesen sein und für mich eine Lektion. Ja Allah, ja Allah, ja Allah, danke, dass wir dich bitten dürfen, oh Allah. Danke, dass wir dich bitten dürfen, oh Allah. Und du bist Al-Mujib, du bist derjenige, der auf das Bittgebet antwortet. So bitte erhöhe uns, oh Allah, und erhöre uns, oh Allah, und antworte uns, oh Allah. Oh Allah, wir lieben dich. Wir danken dir. Wir wollen dich weiter anbeten. Oh Allah, bitte stärke uns in unserem Gebet. Stärke uns in unserem Dhikr. Stärke uns in unserem Dua. Stärke uns, indem wir deine geliebten, heiligen Grenzen, oh Allah, wahren und sie nicht überschreiten. Bitte befreie uns von unseren Flecken im Herzen, oh Allah. Und bitte vereine unsere Herzen, oh Allah, in einem großen Herz der Umma, oh Allah, was in Harmonie schlägt und was in Harmonie fühlt, oh Allah. Oh Allah, lass uns bessere Menschen werden, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Moment zu Moment. Lass uns Gutes tun, oh Allah. Lass uns Lichter sein, oh Allah, auf deinem Weg. Rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst und benutze uns als Instrument. Allahumma amin. Oh Allah, bitte steh all den Hartgeprüften bei und lasse sie wissen, dass du sie liebst, oh Allah. Und helf uns, dass wir uns vom Materiellen trennen, dass wir es nicht im Herzen haben, aber dass wir es in der Tasche haben, oh Allah, aber dass wir es herausholen und es teilen mit denjenigen, die es brauchen. Oh Allah, bitte gib uns Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits. Bitte lasse uns in der Gegenwart der Propheten, der Märtyrer, der Wahrhaftigen und der Rechtschaffenen sein, am Tage des Gerichts, oh Allah, und im Paradies, oh Allah. Bitte lass uns dich sehen dürfen, oh Allah. Bitte lass uns dich sehen dürfen, oh Allah. Bitte lass uns dich sehen dürfen, oh Allah. Bitte sei mit uns zufrieden. Oh Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und schenke den Kinderlosen, oh Allah, gesegnete Kinder. Oh Allah, bitte schenke uns Harmonie in unseren Familien. Bitte schenke uns Zusammenhalt in unseren Freundschaften. Bitte schenke uns Weiterentwicklung in unseren muslimischen Gemeinschaften. Oh Allah, bitte befreie die Bekriegten von der Unterdrückung, oh Allah. Und bitte schenke uns Muslimen Selbstbestimmung, oh Allah. Bitte schenke uns Muslimen, dass wir Verantwortung tragen dürfen für andere, oh Allah. Dass wir andere Unterdrückte beschützen, oh Allah. Dass wir die helfende Hand sind, oh Allah, und nicht diejenigen, die die helfende Hand brauchen. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.